Die deutsche Sprache hat die einzigartige Fähigkeit, Substantive einfach aneinander zu reihen und damit mit einem Wort Bedeutungsinhalte zu schaffen, die großartige Dimensionen aufweisen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Und ein solches Wort ist der Begriff Zeitgeist, der auch im Amerikanischen Verwendung findet, Zeitgeist, um eben eine Sicht der Dinge auf die Welt, eine Mentalität, Weltanschauungen innerhalb einer Zeit beschreiben zu können. Und im heutigen Video möchte ich einige Zeitgeister mal beschreiben, was hier der Fall ist, in welcher Welt wir eigentlich leben. Starten wir doch mal mit dem, was heute die asiatischen Märkte massiv nach oben getrieben hat. Ja, hurra, es gibt ein Treffen, so wurde heute vom chinesischen Handelsministerium gesagt, dass Anfang Oktober irgendwann stattfinden soll in Washington. Die chinesische Delegation reist also doch nach Washington. Es gibt jetzt plötzlich einen Termin, einen Monat später, als eigentlich angekündigt, als eigentlich geplant war, kann man sagen. Es gab Telefongespräche zwischen Liu He, Lighthizer Mnuchin, aber auch Notenbankchef Yi Gang war dabei. Andere waren dabei, der Handelsminister war dabei. Also da haben sich die Dickfische mal wirklich unterhalten. Aber die Frage ist, wie nachhaltig wird die ganze Geschichte sein? Die Märkte machen einen Freudensprung und es sieht so aus, um gleich mal hier einen sehr aktuellen Zeitgeist einzufangen, dass wir jetzt aus dieser Zone, diesem rauf, runter, 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 rauf, erstmal nach oben ausbrechen werden, um wahrscheinlich hier die obere Trendbegrenzung beim S&P-Trendkanal zu erreichen, auch wenn die ganze Geschichte wahrscheinlich nicht sehr nachhaltig ist. Denn gestern hat Donald Trump etwas sehr, sehr Interessantes gesagt. Zunächst mal, dass der Dow Jones 10.000 Punkte höher stünde, wenn er diese ganze Geschichte mit dem Handelskrieg nicht machen würde. Aber somebody had to do this. Irgendjemand musste das dann machen, also habe ich es gemacht. Und Trump hatte dann etwas gesagt, was unglaublich sprechend ist. Er hat gesagt, let me tell you, I wanted to do nothing with China. Eigentlich wäre es ja viel einfacher gewesen, nichts für China, gegen China zu machen. Die Aktienmärkte wären dann deutlich höher. Aber irgendjemand musste das machen. Für mich ist das viel wichtiger als die Wirtschaft. To me, this is much more important than the economy. Das heißt, der Kampf gegen China, gegen den Konkurrenten, gegen den aufstrebenden Konkurrenten China ist für ihn wichtiger als die Wirtschaft. Das zeigt, wo seine eigentliche Priorität ist, nämlich durch den Kampf gegen den Emporkömmling, gegen den Konkurrenten, die Stellung Nummer 1 zu behalten, der USA auf der anderen Seite dann eben wieder dafür zu sorgen, dass die Amerikaner wieder Industrie haben, produzieren können, etc., etc., alles, was ja derzeit nicht mehr der Fall ist. Also hier sehen wir die Prioritäten von Donald Trump. Ich muss diesen Kampf führen und das ist wichtiger als die Wirtschaft. Wichtiger ist vielleicht nur noch seine Wiederwahl, um seine Ziele durchzusetzen. Aber das sollte uns ein Warnsignal sein, dass jenseits dieser Euphorie, die wir heute Morgen haben werden, an den Märkten im Hinterkopf zu behalten ist. Es wird auch aus diesen Gesprächen, die dann wahrscheinlich Anfang Oktober der Fall sein werden, nichts rauskommen. Man schindet Zeit, es geht einfach irgendwie so weiter. Schauen wir uns ein paar Dinge an, die derzeit relevant sind, die wichtig sind. Zunächst mal, was war gestern los? Hier die Umsätze im Spider, 41 Millionen, geringster Umsatz seit Ende Juli. Also wirklich Totentanz, es ging deutlich nach oben. Es waren vor allem die meistgeschorteten Aktien, die wieder hier nach oben schossen. Hier sehen wir ganz klar sozusagen den Short Squeeze. Wir haben interessante Aussagen von der Bank of America zum Zeitgeist, was eigentlich der Zeitgeist der Investoren ist. Hier sagt man, die Liquiditätsfalle an der Wall Street resultiert daher, dass es eigentlich gar keine Nachfrage in der Realwirtschaft gibt nach Geld. Und dadurch kanalisiert sich das Ganze in Assets mit Yield, also mit Rendite, entweder weil die Renditen eben so niedrig sind. Dann fließt das Geld eben in irgendwas, was noch Zinsen hat, zum Beispiel Junk Bonds oder eben Growth, also Wachstum, so wie einige Nasdaq-Titel, Amazon, Apple, naja, nicht mehr, aber eben so diese Highflyer an der Wall Street, die wir alle kennen. Das beschreibt wirklich den Zeitgeist. Es ist keine Nachfrage in der Realwirtschaft, also geht das Geld, die übrige Liquidität, die durch die Notenbank geschaffen wurde, dann eben in diese Kanäle. Was passiert derzeit in Sachen Zinsen? Hier ein Artikel in der Financial Times, der klar macht, was eigentlich schief läuft. Die Margen der Banken erodieren. Wir haben die Situation, dass Leute versuchen, ins Ausland zu gehen, overseas zu gehen mit ihren
Assets mit ihren Geldern. Das heißt, man meidet den heimischen Raum. Wir haben jetzt sozusagen, das ist der Tenor des Artikels, möglicherweise den Umschlagpunkt schon, wo die ultralaxe Geldpolitik nur noch schadet, keinen Nutzen mehr bringt. Und diese Statistik ist sprechend für den Zeitgeist, der auf uns zukommt. Die 2020er Jahre werden mit den niedrigsten Zinsen beginnen seit 5000 Jahren. Naja, wir schreiben eben mal Geschichte. Was habe ich noch für Sie auf der Agenda? Wir haben heute oder jetzt die Situation, dass wir ja diese ultralaxe Geldpolitik haben. Das ist die sogenannte Discount Rate. Was wir hier sehen, roter Chart, blauer Chart, ist das Wachstum, das Real Gross Domestic Product, also das reale Wirtschaftswachstum. Wir sehen, wie niedrig hier die sogenannte Discount Rate ist. Discount Rate ist der Zinssatz, den die Notenbank verlangt, wenn sie Banken Geld zuführt, Liquidität zuführt. Wir sehen das Auseinanderdriften. Es bringt nicht viel, selbst wenn hier diese Zinsen ganz niedrig sind. Es stimuliert nicht wirklich das BIP, nicht wirklich die Wirtschaft. Apropos Wirtschaft, wir haben noch diese Grafik, Handelskrieg nochmal. Hier sehen wir den chinesischen Einkaufsmanager, Herstellung, Market, PMI, also hier sehen wir das amerikanische, die Chinesen haben jetzt in Sachen Handelskrieg die Amerikaner, pardon, überholt in Sachen Wirtschaftswachstum, in Sachen Industrie, die Amerikaner im ISM jetzt unter die 50er-Marke gefallen. Schauen wir uns die Termine heute an, was auf der Agenda steht. Und das wird wichtig. Ich muss gleich schon wieder niesen, habe aber jetzt keine Zeit, das Video abzubrechen, weil ich dann gleich meinen Sohn in die Schule bringen muss. Deswegen mache ich einfach weiter, auch wenn ich jetzt niesen muss. Wir haben heute ADP-Arbeitsmarktbericht, der normalerweise am Mittwoch kommt. Heute jetzt am Donnerstag, weil Montag Feiertag war, Vorausschau auf die großen Arbeitsmarktdaten. ISM Service Index, sehr, sehr wichtig. Warum ist das wichtig? Weil die US-Wirtschaft ja bekanntlich zu 70% aus Konsum besteht. Allerdings ist der Dienstleistungssektor sogar mit 83% am BIP der USA beteiligt. Liegt einfach daran, dass die Wertschöpfung geringer ist im Dienstleistungssektor. Daher eigentlich der Sektor noch dominanter als die 70% Konsum des US-BIPs ausweist. Daher wird man da hingucken, wird das genauso schlecht wie der ISM-Industrie. Wir haben dann die Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter auch um 16 Uhr. Da wird man also hingucken, ob sich damit bestätigt, dass die USA durchaus im Niedergang sind. Wir haben wirtschaftlich zumindest, wir haben gestern einige Fed-Speaker gehabt, die ziemlich dovish klangen. Wir haben das Beigebuch gehabt, das nicht so dovish klang. Da war es, naja, wir merken noch nicht viel von einem Abschwung, war da der Tenor. Wir haben abschließend noch vielleicht Folgendes. Schnupp, das haben wir gesehen. Dann gehen wir einfach in die Charts wieder von Capital.com. Wir sehen den S&P 500 2967. Wie gesagt, da ist möglicherweise Platz jetzt, nachdem die Entscheidung hier zu fallen scheint, aus diesem Kanal auszubrechen bis zur oberen Trendbegrenzung. Der DAX wird sich freuen. Der ist aktuell bei 12.139 Punkten getaxt. Wir haben den Euro aktuell bei 1.1026 hier stehen. Wir sehen den Goldpreis bei 1.544 und wir sehen das amerikanische Crude bei $56.14. Risk on ist also angesagt. Man freut sich, hurra, die ganze Geschichte eskaliert nicht, aber es ist einfach nur pro forma, kann man sagen. Erstens wird der Termin wieder sehr weit nach hinten verschoben. Irgendwann im Oktober, früher Oktober heißt es, also circa in einem Monat. Das zeigt schon mal, dass die Dinge doch sehr weit auseinander liegen. Auf niederer Ebene soll jetzt erstmal Vorbereitungen getroffen werden. Wir sehen an den Aussagen von Donald Trump, was wirklich der Fall ist. Trump will eine Art Kompensation von den Chinesen für die letzten Jahrzehnte, weil er glaubt, dass die ihn ausgeraubt hätten. Faktisch war es so, die Chinesen haben produziert und Kredit gegeben, die Amerikaner haben konsumiert und Kredite genommen. Chimerica sozusagen, das Zusammenspiel zwischen China und Amerika war für beide segensreich. Jetzt sagt der eine, du hast mich beschissen, der andere sagt, nö, habe ich nicht. Wie soll man sich da einigen? Der eine sagt, wir möchten auf Augenhöhe miteinander reden, weil wir dich eben nicht beschissen haben, auf Deutsch gesagt, sondern beide davon profitiert haben. Der andere sagt, du hast mich ausgenutzt. Diese etwas merkwürdige Haltung wird nicht zueinander finden. Da kann jetzt Freudentaumel der Fall sein. Wahrscheinlich geht der Freudentaumel noch weiter. Nächste Woche EZB, dann FED, dann wird es schwierig. Je höher wir jetzt in die FED-Sitzung vor allem gehen, umso größer das Enttäuschungspotenzial, umso weniger Druck hatte die FED wirklich hier die Zinsschraube nach unten zu drehen. Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und sage Servus und...